Die Ostlinge haben eine gefährliche Organisation unter der Leitung des Zauberers aufgebaut, die sie zu einem tödlichen Feind, tödlicher als je zuvor, werden lässt. Der Rat des Zauberers sollte zerstört werden. Balliste? Nee, ich glaube, eine Balliste ist ja eher so eine große Armbrust. Aber diese... Mit den Wurfarmen, wie hießen die denn nochmal? Mir jetzt gerade irgendwie nicht ein. Also auch nicht Katapult, sondern... Trebuchet, genau. Ja, genau sowas meinte ich. Danke, Hypatia, das habe ich gesucht. Ja. Die Ostlinge haben eine gefährliche Organisation unter der Leitung der... Ah, das habe ich schon gelesen. Der Rat soll zerstört werden. Ich sollte jedes der Mitglieder des Rats des Zauberers vernichten. Haben wir noch mehr? Das haben wir schon. Die Fackel und befreit Pferde. Die Ostlinge haben Wildpferde aus den Herden gestohlen, um sie für üble Zwecke auszubilden. Ihr solltet alle Pferde, die ihr findet, freien. Und das ist das jetzt mit dem Turm? Nee, das ist doch, das ist das mit dem Turm. Aber ich soll auch... Die Ostlinge haben am Ufer des Flusses Anduin ein riesiges Lager errichtet. Das Lager wird erschreckend schnell größer, da immer mehr Kundula von der Furt des Flusses herabkommen. Ihr solltet euch eine Fackel von einem der Lagerfeuer besorgen und damit den Eingang des großen Ostlingenzeltes in Brand setzen. So, jetzt haben wir alle Quests beisammen. Ah, nee, das ist keine Fackel, das ist ein Bündel. Ist das schon so ein Zauberer? Ah, nein, da kommt noch ein Zauberer. Ein Hauptmann. Die sind wieder schick angezogen. Aber das habe ich schon mal gesagt, ne? Dass die so schön schick angezogen sind. Okay, aber Ostlinge brauchen wir auch, oder? Nee, Ostlinge brauchen wir nicht mehr. Ach, da hinten, guckt mal, da leuchtet wieder einer. Ein Turmwächter. Dann kann ja der Turm nicht weit weg sein. Ah, da ist er ja schon. Huch. Oben. Da liegt halt die Fackel genau daneben. Damit man gar nicht lang suchen muss. Hätte man ja auch von na, ist ein bisschen weit weg, aber naja, von ein bisschen weiter wegtragen können. Aber man darf natürlich die Spieler nicht zu sehr überstrapazieren. Nicht jeder ist so intelligent wie wir. Ihr habt den Wachturm niedergebrannt. Brauchen wir noch so einen Wächter? Nö. Der Rohirrim-Turm ist in die Hände der Ostlinge und deren Anführer gefallen. Die Wachen dieses Turms sollten überwältigt werden. Das war das, was wir gerade gemacht haben. Ihr solltet mit Feldwebel Gutbert sprechen. Da ist ein Zelt. Ist das das? Wir sollen ja auch noch irgendein Zelt anzünden. Zumindest steht ein Hauptmann davor, aber keine Fackel. Von dem ist es nicht das richtige Zelt. Es liegt leider keine Fackel bereit. Es kann nicht das richtige Zelt sein. Das da, das sieht auch noch größer aus. Das ist es doch bestimmt. Kommt der Hauptmann auch schon. Freiwillig.
Hier, ja, genau. Da liegt die Fackel auch ein bisschen weiter weg. Nicht so direkt vorm Eingang. Eine Fackel wurde aufgehoben. Renne, dass das nicht eh schon brennt mit dem Riesenlagerfeuer hier. Zwei Lagerfeuer um einen... Ich würde mal sagen, das ist ein Holzstamm. Hm. Wundert mich ja schon, dass das hier nicht brennt. Aber okay, die Ostlinge haben da wahrscheinlich eine besondere Technik. Die Brandgefahr eindämmt, besiegt ein Mitglied. Ach ja, Zauberer brauchen wir noch. Hm. Da welche? Scharfschützen. Ist das ein Zauberer? Ja. Hehe, das Gute ist, wenn die so weit weg sind. Könnt ihr halt gar nichts machen. Der Zeit, wo die herlaufen. So, was brauchen wir denn noch? Gucken wir erstmal nach Zauberern. Die schon mal weg sind. Ein Respawn. Und was noch? Pferde sollten wir noch verscheuchen, ne? Pferde. Da drüben scheint noch so einiges zu sein. Da sind Pferde. Aber wir können nichts machen mit denen. Tiger? Sollen wir hier auch noch auf was anzünden? Verbrennt die kleinen Ostlingzelte. Ah, okay. Geht noch weiter. Die hier? Verbrennt die kleinen Ostlingzelte im Südwesten. Oh, da hinter mir sind Ringlein, also sind hier... Ah, diese Pferde, okay. Und noch hinkommen. Hübsche, guckt mal, schwarz mit weißer Mähne. Jo, nochmal die Pferdelies auch. Oh, jetzt brauchen wir wieder Zelte. Verbrennt die kleinen Ostlingszelte im Südosten? Sind das die nicht? Gibt es noch andere? Ach, Pferde gibt es ja auch noch mal. Befreit Pferde auf der südlichen Koppel. Ach Gott, da muss man immer von einem zum nächsten. Sind die mal ein bisschen doof. Aber vielleicht, damit es nicht zu verwirrend wird hier drin.
Kampfgruppe. Nee, jetzt gerade nicht. Vielleicht mal irgendwann. Okay, sind wir jetzt hier unten fertig? Jetzt ist hier drüben noch, sind noch ein paar Pferdchen. Befreit Pferde auf die südwestlichen Koppel. 4 Stück sogar. Und hier oben ist auch noch mal einer, der gerne getötet werden will. Der Reiter der Steppe. Tödliche Ostlingreiter patrouillieren die Ebenen außerhalb ihres riesigen Lagers Joschking Order nördlich von Nordtor. Ihr solltet die Ostlingreiter besiegen, denn sie sind mächtige, gefährliche Feinde. Wie viele brauchen wir denn von denen? 3? Auch 3. Da haben sie es mit 3. Jo, 3 Stück haben wir schon. Oh, das gibt aber ordentlich EP, ne? Wenn wir da so viele Quests dann abgeben. Da sind die Pferde. Sehen halt alle gleich aus. Also wir brauchen noch einen Zauberer. Nur noch einen Zauberer? Nee, irgendwie ist hier noch ein Turm. Ah, ich will hier rein. Dann halt hier. Irgendwo ein Zauberer hier? Ups. Da oben. Ja gut. Tja. So, jetzt haben wir noch. Verbrennt die kleinen Zelte im Südosten. So ein großes Zelt. Das ist doch nicht das Richtige. Was ist ein lila? Doch? Und orange? Oh, wir haben einen Ostlingarbeiter im Holzlager vergessen. Okay, da müssen wir dann gleich nochmal hin. Aber jetzt erstmal die Zelte. Irgendwo müssen wir noch Zelte. Hier? Hier waren wir doch schon. Können Sie ja nochmal probieren. Jetzt ist der Marker tatsächlich weg. Das heißt, es sind mehrere Zelte, die da zusammengefasst sind. Ich dachte, die hätten wir schon angezündet. Oder war das woanders? Ich dachte, das wäre hier hinter dem großen Zelt gewesen. Naja, machen wir halt nochmal. Oder hätte ich immer zu beiden hinlaufen müssen und nicht nur zu einem. Ich dachte immer, ja, aber die brennen doch beide. Komisch, 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 komisch. Kehr zurück, kehr zurück, kehr zurück, kehr zurück. Gut. Wir müssen nur noch einen Arbeiter töten.
Gekritzelte Notiz? Das haben wir aber schon gehabt. Ja. Und wir haben sie nur woanders gefunden. Die Ostlinge, die diese Waffen herstellen, sind genauso tödlich wie diejenigen, die diese Waffen führen. Ihr habt viele der Waffenbauer besiegt und verhindert, dass mehrere Belagerungswaffen zum Angriff auf die Rohirrim gebaut werden können. Ach ja, wenn es uns nicht gäbe. Das geht wirklich nicht mehr, ne? Das war das von vorhin, ja. Vorhin haben wir es nur in so einem Zelt oder was gefunden. Du denn her? Da, keiner hat einen Finger gerührt. Der Feind so direkt vor dem Tor steht. Boah, so viele. Ich bin euch sehr dankbar. Dieser Rat leitete die Kampfstrategie der Ostlinge und führte alle feindlichen Bewegungen in der Steppe an. Wahrscheinlich werden noch viele von ihnen aus den Untiefen kommen, doch wird sie dies bestimmt verlangsamen. Das war kein geringer Sieg. Meine eigenen Soldaten hätten große Mühe, einen derart kühlen Plan in die Tat umzusetzen. Ach komm, die sind doch auch gut ausgebildet. Die Ostlingwächter, die ihr bei diesem Turm getötet habt, waren keine gewöhnlichen Wachen. Das waren die Elitewächter der Nazgul, der in diesem Krieg gegen die Steppe und Rohan als kommandierender General agiert. Ja, kann schon sein. Gut, dass er das so sicher weiß. Ich finde es grausam, dass die Ostlinge trainieren, um unsere eigenen guten Pferde gegen uns einzusetzen. Versuchen sie so im Kampf auf offenen Felde Chancengleichheit gegen die Rohirrim zu erlangen? Nun, sie können weder die Generationen überspannende Erfahrung, noch die Anerkennung, die wir für unsere Pferde empfinden, noch die Fertigkeiten eines Rohirrim-Reiters wettmachen. Ihr habt ihnen heute eine Lektion erteilt. Selbst jemand wie ihr, mit nur wenig Erfahrung im berittenen Kampf, konnte sie bezwingen. Ja, das bin ja auch ich. Klein und wendig. Kann sein, dass alle außer uns einfach nur unfähig sind. Ja, so kommt es mir auch ständig vor. Denn, ja, selbst wenn wir, also zum Beispiel hier, ne? Dieses Lager ist total überfordert durch das Ostling-Lager, das da gleich nebendran ist, ne? Hier liegen Verletzte, ja, und... Ja, Hilfe, helft uns! Ihr, einer Hansel, schafft mehr als wir, ganzer Trupp. Ja, so ist es doch immer. Immer. Unsere Aufgabe drängt. Ich kann von hier aus sehen, wie Rauch aus ihrem Lager aufsteigt, wenn das in Brand Brandsetzen ihres Lagers nicht das gewünschte Chaos angerichtet hat, hält es sie wenigstens zeitweise davon ab, tiefer in die Steppe vorzudringen. Das wird sie lehren, dass die Rohirrim sich nicht einfach geschlagen geben und dass wir bis zum letzten Atemzug kämpfen. Schön für euch. Vor allem immer wir, ne? Mich hat er hingeschickt. Du, mach du mal. Und wenn dann der Sieg errungen ist, ja, wir haben es geschafft. Wir haben ihnen gezeigt, wie stark wir sind. Die wissen doch auch, dass ich das dann war und nicht die Rohirrim. Die können ja auch unterscheiden. Vor allem ist klar, was in Zukunft das Ziel ihrer Bemühungen sein wird, nämlich mich vielleicht auszumerzen, weil ich hier so eine Schneise schlage. Besonders auffällig ist es in der Umgebung von Rohan, als wären sie alle verängstigt und unfähig. Ja, aber voll. Dabei ist es doch dieses edle, fähige Reitervolk, das sich so viel auf sich einbildet.
Ihr seid also doch nicht nutzlos. Ja, danke. Für jemanden, der nicht von hier ist. Diese Pferde sind für mein Volk wie Menschen. Ich könnte sie niemals zurücklassen oder Sklaven des Feindes werden lassen. Dieser Sieg ist nur von kurzer Dauer, denn es gibt noch viel zu tun. Was führt euch in diese Lande? Meine Ängste waren unbegründet. Ihr habt keine Spur von den Männern entdeckt, die an diesem Turm Wache hielten. Durch das Anzünden des Turmes wurde das Grimmbiest und sein Meister vertrieben. Doch vermute ich, dass sie noch in der Nähe sind. Hä? Ach so, die Ängste waren nicht unbegründet. Ich dachte gerade, hä? Müsste es ihn nicht stören, wenn wir die Männer nicht finden? Ich habe nur blöd gelesen. Der Nazgul führt den Angriff der Ostlinge an. Also ist dieser Sieg nur von kurzer Dauer. Doch freuen wir uns über jeden Sieg, den wir in diesen Zeiten erfahren können. Und wir können einen Helm bekommen. Die Schlachtpläne, die ihr mir gebracht habt, wenn ich sie so lese, scheint es mir, als ob diese Schurken bereits auf Flutwents zumarschieren. Ihr habt einen vermeintlichen zweiten Angriff verhindert. Beeilt euch, ihr müsst zum Tarn den jungen Radweg zurückkehren und ihm von den heranrückenden Ostlingen und ihren Freunden aus Mordor berichten. Hä? Ihr habt einen vermeintlichen zweiten Angriff verhindert. Müsste es nicht vielleicht heißen, einen möglichen zweiten? Okay, wir kehren mal zurück und berichten, wie die Lage hier oben ist. Bist einfach ein Rohhobbit. Das zählt auch halb zu Rohirrim, wahrscheinlich. Hätten sie für die jeweilige Quest einen NPC mitgeschickt, wie in manchen ja gemacht wurde, wäre es doch interessanter, halt nicht allein durch die... Eben! Oder wenn einer sagt, oh, ich hab's schon versucht und es ist zu schwer, dann sagen sie immer, geh du doch hin, du schaffst das, du siehst mir kräftig aus. Statt das Logische wäre eigentlich, komm, lasst uns zu zweit in die Höhle gehen oder das Lager aufmischen. Nee, da bleiben die lieber immer zurück und sagen, ach ja, gut, dass du kommst. Ich trau mich nicht, geh doch du mal. Ich schaff das nicht, geh doch du mal. Du halbe Portion. Ein Rohhobbit. Bitte nicht grillen, bitte, bitte nicht. An mir ist auch gar nicht viel dran. Ich bin ja eben, ich bin eine tapfere Kriegerin und deswegen nur harte Muskeln und gar kein Fett und gar nichts. Also ich schmecke nicht. Ich glaube, ihr wärt sehr enttäuscht und dann wäre ich umsonst ums Leben gekommen. Und würde an eurem Spieß stecken. So, junger Mann, bin wieder da. Die Ostlinge wagen es also, hierher zu kommen? Haben sie schon die ganze Zeit vor. Es ist mir egal, mit wem sie sich verbündet haben. Solange ich lebe, werden sie diese Stadt nicht einnehmen. Sollen sie nur kommen. Sagt mir alles, was ihr über ihre Bewegung wisst. Sie haben halt bestimmt die Mama wieder. Wir müssen uns auf den Kampf vorbereiten. Laut dieser Schlachtpläne, die ihr gestohlen habt, werden sie schon bald in großer Zahl über uns kommen. Ich kenne keine Furcht. Mein Schwert ist bereit. Helft Radwig bei der Verteidigung. Und hoffentlich geht er nicht auch drauf. Einmal reicht. Sie werden jetzt jeden Moment hier sein. Bitte helft mir, meine Mutter und diese Metalle zu beschützen. Wir müssen uns auf den Kampf vorbereiten, sonst werden wir überrannt. Die Ostlinge haben sich neu gesammelt und machen sich bereit, Flutwent anzugreifen. Nur über meine Leiche! Es beginnt, während ihr Radweg von eurem Erfolg berichtet. Und nun befindet ihr euch in einem Kampf um die Metalle. Radweg darf nicht besiegt werden und auch Etta darf nicht besiegt werden.
Oh, er hat einen Helm aufgesetzt. Okay. Was habt ihr mit den Rohirren zu tun? Es ist Zeit für den Kampf. Ich kann den Lärm des Krieges draußen bereits hören. Wir müssen diese Metalle verteidigen und dafür sorgen, dass sie nicht wie Langhold vor wenigen Tagen fällt. Radwig zeigt trotz seines jungen Alters einen großen Mut. Ihr müsst euch auf einen Angriff auf die Metalle vorbereiten. Oh. Er redet noch. Wachen! Ja, mein Tarn. Ihr müsst auf der Stelle diese Halle verlassen und die Stadt verteidigen. Nein, ich untersage euch, den Tarnen ohne Schutz zu lassen. Es ist eure Pflicht, euch zwischen Radwig und jene zu stellen, die es wagen, ihn zu bedrohen. Ich, ja, Herrin, natürlich. Das steht nicht zur Debatte. Die Stadtbevölkerung braucht Schutz. Aber Tarn, eure Mutter hat recht. Verzeiht mir, wenn ich mich nicht verständlich ausgedrückt habe. Lasst es mich erneut versuchen. Wenn ihr nicht auf der Stelle eurer vom Tarn aufgegebenen Pflicht nachkommt und eure Leute beschützt, dann werde ich euch eigenhändig in den Schandstock klemmen, wenn der Kampf vorüber ist. Oh, ich bitte um Entschuldigung, Tarn Radwig. Er erinnert mich an seinen Vater. Sehr schön. Radwig. Ich bin kein kleiner Junge mehr, Mutter. Ich bin jetzt für die Leute meines Vaters verantwortlich. Ich weiß, mein lieber Sohn. Ach, du hattest vollkommen recht. Du weißt nicht, wie schwer es ist zu sehen, wie aus dir ein echter Tarn wird. Ich bin so stolz auf dich. Du ähnelst deinem Vater so sehr. Danke, Mutter. Und sorgt euch nicht. Naja, besitzt großen Kampfesmut. Wir sind in guten Händen. Der Lärm der Schlacht wird lauter. Die Truppen Mordors. Sind nicht mehr fern. Da fehlt ein S. Hat die jetzt gerade noch geheult? Ach ja, stimmt, die heult vor sich hin. Das war's noch nicht, oder? Die Ostlinge! Vielleicht sollte ich mich einfach weiter vorne hinstellen, dann greifen sie nur mich an. Und nicht die arme Mutter. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Alles in Ordnung bei euch da hinten? Joa, das sieht gut aus. Dann kämpfen die nicht mal. Oder beziehungsweise werden sie nicht mal in den Kampf verwickelt. Das ist ganz gut. Boah, guck mal, was die für tolle Schilde haben und alles. Schon cool, ne? Die Metalle ist gerettet. Juhu. Und der Junge hat keinen Kratzer. Was ist mit unseren Leuten? Sind nur wir übrig? Oh, hoffentlich nicht. Einmal hoch, auf Radweg, Krieger und Tarn. Wir hatten Angst, dass ihr den Angriff auf die Metalle nicht überlebt habt, Tarn Radweg. Ihr seid ein ebenso großer Krieger wie euer Vater, so scheint es. Sehr schön, sie leben alle noch, oder zum Beispiel zumindest viele. Und sie freuen sich alle. Was seht, naja, Flutwend steht immer noch. Die Ostlinge wurden tatsächlich vertrieben. Ich kann euch für eure Hilfe gar nicht genug danken. Seht euch mein Volk an, gesund und munter. Sehr schön. Ohne euch hätten wir das niemals geschafft. Ich schulde euch nun so viel. Ich glaube nicht, dass ich meine Verantwortung mit solcher Zuversicht wahrgenommen hätte, wenn ihr nicht an meiner Stelle geweilt hättet, um mir zu zeigen, was es heißt, ein guter Anführer und ein wahrer Krieger zu sein.
Jetzt sind sie beide glücklich, hoffe ich. Was habt ihr, mit den ihr habt mutig gekämpft und ich würde jederzeit wieder voller Stolz an eurer Seite kämpfen. Ihr habt Dank für eure Hilfe bei der Verteidigung der Metalle und dafür, dass ihr uns vor unserem sicheren Verderben bewahrt habt. Hat noch erst diese Handschuhe. Jetzt sind sie ein Ticken besser. Hätten sie da nicht was anderes nehmen können, was sie jetzt noch nicht in neu hatten? Na gut. Oh, sie haben noch mehr. Ihr habt den Angriff der Ostlinge zurückgeschlagen und die Orks vernichtet, die im nahen Wald gelagert hatten und vom Ostwall gekommen waren. Eine Gruppe begab sich zum Ostwall, um die Gegenwart der Orks dort zu untersuchen und ihr solltet sie aufsuchen, um dort fortzuführen, was ihr hier begonnen habt. Solltet ihr in der Gegend sein, dann seid ihr hier stets mehr als willkommen. Sucht nach Leomund, den haben wir ja vorhin am Weg gesehen, gleich hinter der Grenze beim Ostwall. Er reiste mit Mansig und könnte euch wohl sagen, wo sie lagern. Die Rohirrim brauchen eure Hilfe. Auf der Straße nach Harwig waren einst viele Händler aus den westlichen Städten unterwegs. In letzter Zeit scheinen die Probleme von Tanin Mildrith und den Einwohnern von Ethengels aber dafür gesorgt zu haben, dass aus diesem einst friedlichen Land kaum noch Reisende anzutreffen sind. Der Verlust von Lieferungen aus dem Norhofen wird noch fürchterliche Auswirkungen für uns haben. Wenn ihr euer Können in den Dienst von Mildirith und ihrem Volk stellen wollt, so eilt die Straße entlang gen Westen. Okay, ich schicke uns also beide nur weiter in verschiedene Richtungen, ne? Mal gucken.